Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Pacific Drive an, ein Spiel, auf das ich echt schon warte, dass es rauskommt. Wie soll man die Story beschreiben? Wir sind da auf einer Insel, da wurden Experimente gemacht. Wir sitzen in einem Auto, wir fahren in eine verbotene Zone rein und da hat es dann wie so mehrere Gebiete, die wir durchfahren, die mal mehr oder weniger gefährlich sind und wir versuchen unser Auto zu verbessern bzw. zu überleben. Und soll eine tolle Story haben. Jetzt ist die Demo da, die schaue ich mal an und schauen, was die zu bieten hat. Vielen Dank, dass du diese Vorstellung von Pacific Drive spielst. Diese Demo führt das Spiel ein und enthält den ersten Auftrag der Story. Welche Stände aus dieser Vorschau werden nicht mit der veröffentlichten Spielversion kompatibel sein? Wir freuen uns über dein Interesse am Spiel und hoffen, dass du diesen ersten Vorgeschmack auf die Olympic Exclusion Zone genießt. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal. Was uns dies erwartet. Was ist das? Pacific Drive. Selbstgeführte Tour. Der hohe Regenwort. Aha. Möchtest du die Einstellung vor dem Starten anpassen? Nö, das habe ich eigentlich schon. Ich wollte mir das eigentlich noch ein bisschen genauer ansehen. Die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichte, aber auch über Evakuierung etc. Die Regierung regelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic-Exclusion-Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versiegelte. Okay. Ist wohl etwas schief gelaufen. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Aha. Aber eine Fähre fährt hier noch hin, so wie es aussieht. Chase Express Shipping Manifest. Sind wir einfach nur Paketdienst hier? Das ist... Also das Auto sieht irgendwie anders aus wie auf den Bildern. Park Drive rückwärts geht's nicht. Doch schon, aber wir sind da hinten irgendwie dran. Okay, Scheinwerfer ist das. Scheibenwischer. Ansonsten kann man hier nicht sehr viel machen. Ja, okay. Ich würde mal sagen, dann Außenansicht gibt es auch nicht. Dann fahren wir einfach mal drauf los. Tank ist auch nicht voll zu Beginn. Ich kann nicht aussteigen. Ja, gut. Sieht ja eigentlich ganz schön aus hier. Radio geht auch nicht. Okay, da geht's nicht weiter. Was muss das für ein Paket sein, dass man eigens eine Fähre hierher holt und dann hier den Typ hier ausliefern lässt? Ob wir da auch in den Bumper fahren können? Scheibenwischer, warum? Ach so, wenn kann so regnen. Und wenn ich den einfach mal auslasse, sehe ich dann nichts mehr. Oh, holy. Ich glaube, wir haben die Sperrzone gefunden. Also so schlimm ist es jetzt nicht, wenn der Scheibenwischer nicht geht. Wir machen den trotzdem an. Okay, ganz viel nix. Oh,
um die Kurve. Dabei war es am Anfang so schön hier. Ah, okay. Z. Alles klar. Oder halt hier. Also nicht bevor ich wundert da, ich spiele es wie mit Maus und Tastatur. Ohne Lenkrad. Was steht da? IR Levels Facility Extreme Caution Advice. Bitte increase directed to Gate Seat. Okay. Ja, davon lassen wir uns jetzt mal nicht beirren. Wir fahren einfach weiter. Der Radio spielt aber komische Musik. Was steht da? Ah, wieder das gleiche Schild mit dem HA. Da steht jetzt was anderes drauf. Komm mal rückwärts. Launch and Construction Facility ahead. Periodic Volume Warning. Plus 80 Dezibel, so next 15 Miles. Aha. Okay. Hier geht's nicht weiter. Warning. Gehe ich mir davon aus, wir fahren einfach mal da lang. Was zum... Okay. Moment, sind das die roten Dinger hier? Irgendwas hat es mit diesen roten Dingern auf sich. Was ist, wenn ich da reinfahre? Da passiert gar nichts. Erste Anomalie. Da ist Scheidi. Oh, scheiße. Ich kann nichts mehr machen. Wow! Okay. Alles klar. Ja, ich glaube, das war's dann mit dem Autofahren. Wir haben es in die Zone reingeschafft. Was auch immer das hier ist. Das arme Auto. Ich weiß, dass man Teile sammeln muss. Können wir das einfach gerade schon mal mitnehmen? Gut, den würde ich vielleicht nicht anfassen. Der könnte ein bisschen warm sein. Woher kommt das Geräusch? Und ist es gesund, dass ich da raufgehe? Oh, ich kann springen. Oh, 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 oh. Da wurde es gerade rot. Das ist vermutlich nicht so gut. Immer noch so einen leichten roten Rand. Ich soll vielleicht hier weggehen. Mutig da lang. Okay. Wenn es also so gelb ist, nicht reingehen. Ich mag den Grafikstil, das hat was. Ustri. Okay. Hello? Someone out there? Hello? Ja. What a swan, eh? Never mind. Friends,
Ist das Auto? Hallo? Bitte sag mir nicht, dass das das Auto ist, mit dem wir dann rumfahren. bring das Rad wieder an. Achso, das hier. Aufnehmen. Sommerreifen montieren. Nicht dein Ernst. Mit den Schrotthaufen vor mir hier rum. Will mich das nochmal kurz umsehen. Sonst noch mehr Reifen, aber mit denen kann ich nichts anfangen. Da ist ganz viel nix. Ja, I guess that's it. Alter, so ein Schrotthaufen. Einschalten. Wir haben kaum noch Sprit. Wer redet da? This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in Midzone Sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey, Francis, come here! Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Aha. Lass mich raten, das Goal ist, zu den Typen hinzukommen. Hey, we got a live one! Hey, do you copy? Hello? Ja, ich würde gerne mit dir reden, aber ich weiß nicht wie. Ah, da. They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean... They're from outside? They're a preacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there however you can and be quick about it. Ja. Siehst du, das meinte ich mit dem Sprit. Zapfe Benzin ab. Das war ja so klar. Warte mal, was ist denn das hier? Benzinkanister nehmen. Okay. Ach, wie geil. Sogar mit einer Pumpe. Das ist bestimmt noch sehr gut, der Benzin. Wo ist es bei dem Auto? Auch da? Ach, da. So, renn damit. Ich will jetzt nur mal schauen, ob das nochmal geht. Oh, oh. Ich glaube, ich sollte hier weg. Ja. Es wäre vermutlich nochmal gegangen. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No, no, no. What we should be looking at is how fast this preacher seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy Christ. No one's had working wheels in here for ages. Ja, ich guess ich bin der Erste. Oh, geil, driften auch noch. Okay, lass uns nicht vorher. Oh, 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 scheiße. Also, gib Gas. Kann ich den durchfahren?
Ja. Alfie ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. So, wo ist jetzt dieser Unterschlupf? Oh, ich glaube, da ist er. Jetzt haben wir so ein Auto. Oh, geil. Ich glaube, ich habe einen Reifen verloren. Ja, habe ich. Und ich kann den nicht mehr wieder aufnehmen. Ja, geil. Ah, so, Benzin klauen. Geht nicht. Und wie kriege ich das weg, was da in meinem Bildschirm ist? Oh. Ich würde sagen, wir gehen mal in diese Werkstatt hier rein. Kann ich zumachen? Okay. Okay. Was? Wo? Who's there? Oh, the shop. Wo? Breach. You've got 5 seconds to get the hell out before I... Ow. Oh, my head. Aha. Emergency broadcast. Oh, wir hätten hier reinfahren können. Attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We sent the breach to your garage on official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car, and Get off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official's own business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I personally written. That's 10 years and 17 volumes. And tell her that voice, because I can nail gun to this. Ich will da jetzt eigentlich mal in die Garage hier rein von. Another breach, how do you outsiders not understand? And Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun. Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Ja, ich würde zuerst gerne mein Auto reparieren. Barrier wall is as fortified against breaches trying to get in. Where's this rucksack? Against anyone or anything trying to leave. We have to find your way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Ja, ich versuch's. Rucksack? Wo ist der Rucksack? Und vor allem, was ist der Code für da? You need help. There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. This here? Oh, ja. Ich würde mal sagen, sieht scheiße aus mit dem Zustand. Kann man das hier anmachen? Okay, das macht nichts. Welcher blöde... Ach, der Rucksack. Okay. Ja, nimm das Mechaniker-Auge-Headset, das neben der Karte hängt. Und jetzt? Okay. Stahlplatte. I, reparieren, I guess. Ah, ne, aufmachen. R, reparieren. Oh, ich... Das wollte ich nicht. Kann man den wieder... Hallo? Kann man den wieder reintun? Okay. Okay, repariere das Auto. Und wie? Ich habe ja nicht mal Teile. Hm. Okay, ich kann einfach mit der Maske hier rausgehen. Zum zweiten Mal daran.
Ja? Ja, kein guter Zustand. Ah, der ist einigermaßen okay. Warum ist da ein Warnzeichen? Und da nicht. Vielleicht einmal weg. Und wieder ran. Ach, der ist platt. Okay. Haben wir Luftpumpe? Tab, Headset OS. Okay, das ist unser Rucksack. Aufträge repariert das Auto. Odys Werkstatt. Aha. Routenkarte. Mal schauen, wie groß ist das Ganze. Ah, das ist nur das Gebiet hier. Momentan. 3 Stunden. Logbuch, Fahrzeugfähigkeiten. Einige Autoteile und Ausrüstungsgegenstände für dein Auto haben aktivierbare Fähigkeiten. Auf ein kleines Panel links neben der Armaturenbrett kannst du bis zu 4 dieser Fähigkeiten zuweisen. Aha. Lenkbeschleunigen, Bremsen, natürlich Motor ein- und ausschalten. Okay, 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 okay. Ja, nicht sehr interessant. Haben wir hier da Türen, Werkzeuge, Autowartung. Aha. Ach so. Hier kann ich die unterschiedlichen Sachen dann bauen. Okay. I see. Reifen? Sommerreifen. Okay, das sind die unterschiedlichsten Sachen. Okay, wir gehen hier mal wieder raus. Bitte eine To-Do-Liste, die primitive Tür. Also. Wie sammle ich hier Teile? Vielleicht in diesem einen Gebäude da draußen? Hier kann ich keine Sachen mitnehmen. Fahrzeug. Das kann ich nicht mitnehmen. Oh, schönes Wetter. Was auch immer das hier ist. Sieht aus wie eine Turbine. Ha. Ich würde sehr gerne hier rein. Vielleicht hier irgendwas rum. Nee. Aber wir könnten hier nach oben gehen. Und da hinten ist die andere Straßenseite. Ja, das hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Hm. Ich schau nochmal auf Tab rein. Also, Aufträge, Routenkarte, Logbuch, Türen, Türen, Bauplan ansehen, Metallschrott, Plastik, Klebeband, Glasscherben. Hm. Aber er gibt mir hier nichts zum Aufnehmen. Obwohl hier so viel Schrott rumliegt. Ah, da ist die Musik. Ja, normalerweise wird hier andere Musik gespielt, aber ich habe den YouTuber-Modus an. Bezüglich der Musiklizenzen. Hm. Ich weiß nicht. Okay, ich glaube, ich würde mal sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Weil ich glaube mal, wir müssen hier die Nummer rausfinden. Und wenn ich rausgefunden habe, wo diese Nummer ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgesucht. Habe es nicht gefunden. Ich habe mal jetzt mal auf YouTube ein Video angesehen, wie jemand anders die Demo hier spielt. Und ich glaube, es ist ein Bug, als wie ein Feature. Aber damit man weiterkommt, muss man den Auftrag da oben mit der Tür, also muss man den anheften hier. Ich zeige euch das mal. Man geht hier in das Logbuch rein. Tür. Türen. Primitive Tür.
Bauplan ansehen und dann soll man das hier in die Checkliste anheften. So, ich glaube, das war's. Ja. Okay, und dann kann man hier zumachen. So, und jetzt sagt er erst, ja, man kann da aus dem Auto was holen etc. Ansonsten ist das hier deaktiviert, auch wie hier. Die Werkzeugkiste kann man gleich aufmachen. Ohne Gegenstände aus der Checkliste aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. So, geht nicht. Braucht ein Brecheisen. Ja, und das Brecheisen sitzt auf einmal hier drin. Da kann man jetzt was tun. Okay, was haben wir denn hier? Mechaniker-Kit. Oh, nehme ich mal mit. Hand, Brecheisen. Klebeband. Kann ich das auch irgendwie drehen? Oh, ja, drehen. Oh, das mit dem Metall wird nur spaßig. So, und jetzt kann man das hoffentlich aufmachen. Okay, Plastik, 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 Plastik und eine Fackel. Wie jetzt? Boah, wie dumm. So, hier rein und eine Fackel, für was auch immer die brauchen werden. Und jetzt hier hin im Müll. Oh, was zum... Okay. Mitnehmen. Verschrotter. Was mache ich damit? Verschrotte die Räder, Platten und Türen des verlassenen Autos. Und dem hier? Okay. Das ist eine interessante Mechanik. Geil. Okay, alles mal mitnehmen hier. Okay, ich glaube, wir haben dann alles. Ich nehme da gerade noch ein bisschen mehr mit. Nice. Ja, wenn dann schon komplett. Okay, ein Reifen noch. Perfekt. Also, stell die in der Werkstatt eine primitive Tür her. Ah, und jetzt geht's dahin. Werkbank E. Tür. Herstellen. Mechaniker-Kit. Nee, Brecheisen. Mit die für Stoßstange. Das was herstellen nicht möglich. Aha. Ersatzreifen. Da bräuchte man noch Gummi. Okay, die Tür hätten wir jetzt mal hergestellt. Tun wir das mal hier hin. Das sieht zwar nicht gut aus, aber es ist eine Tür. Okay. Hol das Reparaturkit aus dem Spind. Aha. Ersatzreifen. So, I guess. Chemikalien. Kann man das nicht irgendwie... Oh, geil, das kann man stacken. I see. Was haben wir hier? Reparaturkit. Ich kann den Reifen da irgendwo noch mit drin. Kann ich den in die Hand nehmen? Neu ordnen. Zugriff starten, fallen lassen. Ausrüsten. Okay, das geht. Den Ersatzreifen. Hand. Kofferraum, Werkbank. Inventar öffnen. Ne, ich will den Ersatzreifen da irgendwo anbringen.
Geht das nicht? Ah. Okay, wir lassen das mal da. Nee, komm, bleib da. Reparaturkit ausrüsten. Und jetzt? Reparaturkit ausrüsten. Hab ich doch. Achso, nein, das ist Mechaniker-Kit. Erste-Hilfe-Set? Moment, habe ich das nicht mitgenommen? Aus Erste-Hilfe-Set mit Reparatur-Kit. Repariere die Karosserie. Achso, Moment. Okay, benutze das Reparatur-Kit, um das Auto zu reparieren, Strukturteile. Aha. So. Alles klar. So werden Sachen repariert. I see. Geht das auch mit dem? Ja. Das Normalste der Welt hier. Geht das auch mit dem Motor? Ja. Lol. Die Stoßstange ist okay. Reifen. Wäre natürlich auch gut, wenn der heile ist. Nice. Oh, scheiße. Für die Platte nicht mehr genug, oder wie? Ah, doch. Oh, das hier auch noch, bitte. So, der Reifen hier noch. So, repariere den Platten, indem du ein Abdichtkit herstellst und es benutzt. Oder setze den Platten mit dem Ersatzreifen im Spind. Ich würde sagen, mit dem Ersatzreifen. So, was kann man hier so schönes machen? Stoßstange. Stoßstange. Autowartung, Türen, Platten, Stoßstangen. Primitive Stoßstange. Okay, an Checkliste dran. Und zuerst wollen wir hier mal den Reifen tauschen. So. Einmal den hier. Perfekt. So, scanne das lockere Rad, rüste ein Mechaniker-Kit aus. Welches lockere Rad? Ist ja nicht. Ich habe ich ja gar nicht repariert. Ach da. Wegen dem. Alles klar. I see. Mechaniker-Kit. Das war das hier. So, den. Fix mal. Oh, und danach ist er im Arsch. Alles klar. Ich würde ja gern noch ein paar Sachen herstellen. Papiertonne. Tee. Aha. Was mache ich damit? Gar nichts. Ob ich jetzt da hinten die Tür oder das hier kaputt machen kann? Nee, natürlich nicht. Schade. Ein paar Pappkartons im Kofferraum ein. Moment. Hier so rein? Ach so, das ist dann das Inventar. Dann baue die Werkmatte im Kofferraum ein. Okay. Oh, das...
Was? There's a little prototype of mine in the garage. The Arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Und was macht es? Einmal da rein. Aha. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, okay. You should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. So, nimm das Zahnradbabblon von der Werkstatttour. Aha. Okay, dann wissen wir Bescheid. Pulshammer. Okay. So, nutze die Pumpe, um den Benzintank zu füllen. Oh. Warum ist das nicht von Anfang an hier schon alles freigeschalten? So. Einmal voll machen, bitte. Dankeschön. Ich lasse einfach mal da. Wobei, kann ich den Tank auffüllen hier? Muss der Tank jetzt hin? Ja, das... Warte mal, kann ich den irgendwie... Ich mach den nochmal hin. Hol mir das jetzt mal. Kann ich das irgendwie auffüllen? Ah ja. Sehr gut. So, dann leg den Schalter um, um die Batterie aufzuladen. Was ist denn das hier? Okay. Aha. I guess soweit alles okay. Würde aber gern hier noch was bauen. Und vielleicht so eine Heckklappe. Wo ist denn der da? Kann ich da einfach... Nee. Kann ich hier Sachen kaputt machen? Da waren ja noch mehr Autos. Kann ich bei euch was machen? Nö. Ja, I guess wir können nicht mehr bauen. Machen wir das, was sie mal gesagt hat. Ziel auf der Karte auswählen. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now, and that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Hier, glaube ich, haben wir soweit alles entdeckt. Mal, kann ich hier nochmal was machen? Nee. Okay, that's it. Ein ins Auto. Ah, und das wechselt auch zu uns. Und ich glaube, wir müssen dann nach links weiter. Was? Fahre ich auf die Straße. Okay, es gibt nochmal ganz kurz einen Cut für euch. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder da. Oh. Sehr gut. Na dann, los geht's. Naja, keine Musik für uns heute.
was auch immer das da ist. Ja, da hinfahren? Hätte ich jetzt gesagt. Gerät aufladen. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Okay, newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Yeah. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma. Ah, looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Okay. Wie mache ich den? Die Werkstatt-Tools. Plasma-Generator. Wie brauche ich denn das? Ach, warte mal, du hast doch im Auto hinten die Werkbank. Werkmatte. Koffer am Werkbank. Ach da. Impulshammer, Metallschrott, Glasflasche und Zahnrad. Nur mal auf die Liste. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, okay. Homes, outpost facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content, just look away. Okay. Ja, mach ich schon. Look at you, out in the zone all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd, Chemikalien. Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Okay, Shift-Click ist auch eine Option. Was haben wir hier drin? Ganz viel nix. Okay, gehen wir mal in den anderen Trailer. Da hinten ist auch noch was. Ich hoffe mal, die Anomalie kommt hier nicht allzu schnell. Rucksack. Ja, her damit. Oh, Ersatzglühbirnen-Kit. Und das kann ich... Oh, doch, hier. Hier drin. Alles mitnehmen. Nice. Langsam ist mein Inventar voll. Aber wir haben es fast. Ja, komme ich da irgendwie rein? Taschenlampe war nicht schlecht. Ah, okay. Telefon. So eine Art Forschung. Was ist das für ein Geräusch? Hey, Driver. I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one.
but we know all about the past remnants. And oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. I guess das ist ganz normal, was hier so ist. Okay. Ich glaube, mein Auto ist nicht so glücklich mit dem Zeugs. Okay. Guten Tag. Das sind also die Anomalien, von der er gesprochen hat. Okay, wir fahren mal wieder weiter. Ach du Scheiße! Lass dich nicht stören. Wollt ihr das Teil mir? Ich würde gerne da mal reingehen. Ich hoffe, das ist eine weise Entscheidung. Oben ist auch noch was Rotes. Taschenlampe, wäre schön. Ja, her damit. Ich sehe einfach gar nichts. Jo, immer her damit. Ja, das sieht doch gut aus. Hatten wir nicht in der Werkstatt einen Bauplan gekriegt für so Schrauben herstellen? Mal ganz kurz gucken. Macht keinen Blödsinn. Motoren, Hilfsmittel, Arctoc noch nicht. Reifen, Stoßstangen, Platten, Türen, Autowartung. Abdichtkit, nee, Werkzeug, Impulshammer. Dafür Glasflasche. Was ist das? Okay, das Spiel macht mich nervös. Glasflasche. Haben wir ja. Eine. Also, gehen wir nochmal hier. Wo war das jetzt? Das Menü ist irgendwie verwirrend. Okay, das Rad, Reifen, Stoßstangen, Türen, Autowartung, Werkzeuge. Impulshammer. Metallschrott 5 von 9. Doofe Musik. Metallschrott 5 von 9. Aber ich muss das alles hier bei mir haben. Geil. So, Werkzeuge, Pulshammer. Jetzt habe ich ja alles. Und wie mache ich den jetzt? Ach so, ich muss da einfach nur mit E rauf. Zahnrad, zweimal. Kanika-Kit. Zahnrad. Zweimal. Impulshammer. Herstellen. Okay, primitive Platte. Primitive Stoßstange. Ich auch gern. Geh einmal daran. Ja, besser als nichts. So, unser Impulshammer.
Ich möchte mal mit dem Auto etwas näher ranfahren. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Lass den Motor mal laufen. Okay. Geil. Dann wäre das jetzt am Arsch. Cool, jetzt haben wir mal dran und stelle Ersatzteile her. Unser Auto ist wieder mega happy. Und wir brauchen insgesamt 5. Weißt du, hinter uns sind dann. Ja, soll ich noch mehr umkehren und die anderen holen? Ja, okay, ich drehe nochmal um und hol die anderen. Noch ist sie einigermaßen sicher. Und das Auto parkt man nicht mehr da ganz in der Nähe. Will ich nach da oben fahren? Nee. Der Typ schon wieder. Tschüss, lass dich nicht stören. Okay. Oh, das Ding ist nicht so gesund. Komm. Nice. Ich sollte vielleicht so schnell sprinten. Nice. So schnell zu dem hin. Ja, Gesundheit ist nicht so geil. Nice. Okay, 4 von 5. Hinten haben wir noch den allerersten. Und dann fahren wir zu dem hier noch. Und dann mal schauen, ob wir unser Auto reparieren könnten. So, wir düsen mal. Einmal da rum hier, bitte. Ich muss ja sagen, ich hätte nichts gegen einen stärkeren Motor. Oh, ob man da eigentlich querfeld einfahren kann. Könnte man eigentlich ausprobieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann im fertigen Spiel nicht so viel Zeit hat, um die ganzen Sachen zu sammeln. Okay. Einmal kaputt machen. Nice. Well, looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Okay. Mama. Ach so. So, lokalisiere den Radiosender. Ja, okay, da müssen wir ein bisschen fahren. Ich schaue, ob wir da einfach runterfahren können.
Oder ob ich auf der Straße... Nee, ich glaube, ich bleibe auf der Straße. Sicher ist sicher. Man weiß nie. Okay, Offroaden ist nicht so ganz zu empfehlen mit dem Auto. Vorstellungsrunde? Abspielen. Er spielt ab. Soll das für die Taste sein? Nee, Tab ist es nicht. Ja, dann halt nicht. Auch noch keine Spezialfeatures. Oh, und wenn es dunkel wird, vielleicht sollten wir dann mal schauen, dass wir hier Scheinwerfer bauen können. Oh, Tankstelle. Ob wir da mal tanken könnten. Wir schauen da mal ganz kurz vorbei. Doch. Oh, wie geil. Tatsächlich. Nice. Was zum... Warte, das mal wieder ablegen hier, bitte. Warum wachsen da einfach Sachen aus dem Boden raus? Alles her damit. Aha. Na, irgendwas Nettes hier drin. Her damit. Abdicht-Kit. Das könnte man für den einen Reifen gebrauchen. Jetzt ist es wieder weg? Okay. So, Lager. Das mache ich nicht. Ansonsten war alles rein da. Was ich jetzt nicht gerade brauche. So, Verschrotte. Ich rechne die ganze Zeit damit, dass irgendwas auf mich zukommt. Nice. Haben wir hier was drin? Oh ja, geil. Einmal hier rein. ich habe da gerade was gesehen. Wir fahren hier. Ciao. Ist klar. Hier passieren merkwürdige Dinge. I guess wir fahren dann so auf die Straße wieder. Oh, LKW. Was haben die Leute hier angestellt? Eine Anomalie. Ich würde sagen, wir fahren mal hier nach links. Sorry. Wird die Versicherung machen. Oh nee, da ist wieder das Zeug. Aber wir müssen darauf.
Also eins kann ich euch sagen, wenn das Spiel draußen ist, dann werde ich es mir holen. Und dann spielen wir hier mal eine Runde. Okay. Wir wären da. Lass mich raten, ich muss das anmachen. Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. Okay. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Laden. Okay. Ich will da ganz kurz mal hier reingucken. Ist da nicht was aufgegangen? Nee. Okay. Also raus hier. So, gleich da unten, wo die Abkreuzung ist, da hat es was Großes. Dann fahren wir da. Wow, scheiße. Was Größeres. Das heißt, zukünftig hat man dann immer so einen Stress mit Sammeln, das Auto wieder aufladen und schauen, dass man hier wieder rauskommt, ohne dass man hier drauf geht. Oh, da ist nochmal so ein blaues Teil gewesen. Sich abspielen. So, ich glaube, wir müssen da hier Richtung weiter. Ja, das ist ja abgesperrt. Dann fahren wir hier mal auf die Seite weg. Ist ja eine Option, was geht. So, direkt vor uns. Ein Anker. Da unten. Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Wie läuft es jetzt? Bitte laden. Those anchors may look like glowing balls of magic, but it's Limtech through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face. Okay. Recently. Nimm den Anker. Aha. Und jetzt? Einer! So, ich glaube, ich muss hier weg. Und zwar ganz schnell. The arc device is charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage. But it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that follows. Okay. Wie mache ich das? Wie die Portalkoordinaten auf der Karte. Portal verknüpfen. Hä, ich verstehe es nicht ganz. Was willst du da von mir? Ich kann da nur so hier das auswählen. Portal verknüpfen. Wir gehen ja aus dem Weg, weil wir fahren den Weg mal. Ja, ich fahr mal noch da runter. So, da ist noch so ein Arc-Ding. Kann ich dich einsammeln? Einfach fürs nächste Mal. Okay.
Weißt du was? Ich fahr hier. Das macht mich ein bisschen nervös. Hä? Warum? Wegpunkt entfernen. Wie zum Teufel kann ich hier X. Wow, Legende anzeigen. Wie soll das gehen? Check's nicht so ganz, ne? Oder muss ich das in dem Menü hier machen? Ablehnende Aufträge, Routenkarte. Ewige Stabilität. Ah, Spiel, Tutorial. Oder muss ich irgendwas anderes auswählen? Nee, das sind einfach nur Wegpunkte. Ach, das sind die Portale. Okay. Drive into it. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Was? So bin ich die ganze Zeit falsch gefahren. Gefahr. Wir müssen jetzt da reinfahren. Okay. Oh, 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 da. Kommt das da, da hinten? Alle, da, Auto! Oh, Scheiße! Wow, wow, wow! Nein, 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 nein! Warum ist das Portal so an der beschissenen Stelle? Er macht denn sowas? Also, wie komme ich da hin? Ja, das sieht wirklich nicht gesund aus. Oh, will ich da wirklich reinfahren? Ja, nee, ist klar. Und jetzt sind wir einfach mal wieder da. Oh, well, well. Okay. You're alive. We're certain if the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, they've been rodents, what? But it's not like it's completely untested. But anyway, good. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get I back guess. With all your marbles intact. Ja, alles noch da. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades okay. doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? Yeah, I guess. Oh, geil. Sehr nice. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, fürs Angezockt reicht es erstmal. Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Das Tutorial könnte ein bisschen besser gestaltet werden hier am Anfang, gerade wegen der Guidance, aber ich glaube, das hat gut Potenzial. Und wenn es draußen ist, werde ich erstmal definitiv holen und vielleicht ein bisschen zocken mit euch. Wie ist euer Feedback, eure Meinung zu dem Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis dahin, gute Fahrt. Ciao.